meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Herzlich willkommen zu Gute Zeilen, schlechte Zeilen, meiner Serie über die Kommentare zu meinen Videos. Wir sind jetzt angekommen, endlich bei den Kommentaren zur 100. Folge Let's Show Minecraft. Zu dieser außergewöhnlichen Episode, die ich dort gedreht habe. Ist jetzt genau eine Woche her, dass ich das Video hochgeladen und veröffentlicht habe. Und es sind also noch gestern da Kommentare zu eingetroffen, wie ihr hier seht. Insgesamt 622 Views, toll, danke dafür. Und es sind auch eine ganze Reihe neue Abonnenten, nicht zuletzt durch dieses Video, auf meinen Kanal aufmerksam geworden und auf mein Let's Show. Schauen wir einfach mal die Kommentare durch. Es gab ein bisschen Verwirrung dadurch, dass die Folge 100 nach einem Tag Aussetzer gleich nach der 98. Folge kam, dass also die, hier haben wir es, dass die Folge 99 ausgefallen ist. Das hatte ich in einem Bulletin auch angekündigt. Hintergrund ist der, die Folgen 92 bis 96 und die Folge 100 hatte ich soweit schon fertig, als ich die Folge 92 hochgeladen habe, größenordnungsmäßig. Und die Folge 97, 98 entstanden jeweils am Tag, bevor sie gesendet wurden. War ja für die Folge 100 eine ganze Menge Vorarbeit nötig. Und da habe ich mir einfach ein bisschen Zeit verschafft, indem ich also die Folgen 92 bis 96 vorproduziert habe und dann in den Tagen, wo die hochgeladen wurden, die 100. Folge gemacht hatte oder dann fertiggestellt habe. 97 und 98 waren dann jeweils tagesaktuell. Und als die Folge 99 dran gewesen wäre, beziehungsweise als ich hätte dafür aufnehmen müssen und sie rendern müssen und so weiter, da an dem Tag war ich also einfach zu müde, um irgendwas zu machen, sondern ich habe einfach mal kräftig durchgepennt und ein bisschen auf Vorrat geschlafen. Aha. Deswegen gibt es also keine Folge 99, ein größeres Geheimnis steckt da also nicht dahinter. Richtig edel in Szene gesetzt hier, Kommentar von Sony 840, auch wenn Folge 99 anscheinend zur Lost Folge 99 wird, man kann sie ja dann im Kino anpreisen. Das Kino ist auch gut angekommen in euren Kommentaren. Down for Life Minecraft, deine beste Folge, sehr, sehr fein, danke, aber es war auch bei weitem die aufwendigste bisher. Sowas kann ich also nicht allzu oft machen. Pro Sven, deine Preise sind ja Wucher, aber nice Gebäude, sehr schön gemacht, danke. Mundduschen, wow, großen Respekt vor dem Aufwand, den du insbesondere in dieser Folge gemacht hast, danke. Jetzt muss ich wohl jemand anders auf die Suche nach der 99. Folge von dir machen. Das, mal sehen, ich habe, oder ich spekuliere vielleicht auch darauf, dass das, da so ein Mysterium drum gibt, was die Leute dann interessiert und dran hält. Kurz und bündig zusammengefasst von Slushy for Free, hammergeile Folge. Und dann von 201114 Chris die Frage nach dem Feuerwerk. Das ist tatsächlich eine Aufnahme. Eine Nachtaufnahme, wo ich also dann das Schwarz transparent gemacht habe mit der Videobearbeitung und das einfach über die Karte gelegt habe. Man hätte jetzt das Feuerwerk auch einzeln aus Effekten zusammensetzen können, aber das wäre halt noch richtig aufwendig geworden. So war es halt, sieht gut aus und relativ schnell gemacht, weil ich hatte ja in der 100. Folge noch an anderen Stellen viel Aufwand. Dann von Danjong LPs die Frage nach der hölzernen Trapdoor. In der Bar hat es nämlich ein bisschen gebrannt. Das sieht man in dem Video. Hier hat Danjong LPs auch geschrieben bei 4208. Sieht man die Stelle aus dem Winkel so brennen. Wir springen einfach mal. Können wir das? Können wir nicht direkt einfach mal dorthin springen. Schade. Schaut euch die Stelle einfach nochmal an. 42 Minuten, 8 Sekunden. Da sieht man es also in der Ecke ein bisschen brennen.
Passiert ist aber nichts. Sogar die Tür ist da stehen geblieben. Das Einzige, was weggebrannt ist, waren das Bücherregal mit den Cocktailrezepten. Ist aber auch nicht so schlimm. Der Schlager in der Bar ist eh die weiße Sangria. In Eimern natürlich. Ja. Ja, also ich habe hier danach geguckt. Tatsächlich ist also noch nicht mal die Tür da weggebrannt, sondern wirklich nur das Bücherregal. Ja, sehr cool. Folug von Folucraft. Ich mag deinen Baustil. Weiter so. Danke. Dann von Zeitreisender, auch ein alter Bekannter aus meinen Kommentaren. Der hat ja hier für bei der Mitbauaktion die. Na, ich komm nie drauf, ich sag's immer falsch. Die Quelle der Lava und die Quelle des Wassers gebaut. Ja. Sagt hier Vergnügungsanlage und all die umgesetzten Ideen einfach irre. Danke. Werbung, Moderation, Blondie. Nicht Blondie, sondern nur blond. Ja? Der heißt blond. Natürlich blond. So wie Bond. James Bond. Natürlich blond. Ja, grandios. Danke, dass das so gut bei euch angekommen ist. Das hat euch auch sehr gefallen. Der Gag mit dem Kinosaal, Gronkhs 200. Folge. Sehr schön. Das Skelettballett unten im Nachtclub in der Bar unten hat auch gepasst. So, was haben wir hier von Master Bubi? Kommst du durch die Türen? Fragezeichen. Ja, ich komme durch die Türen. Was genau da der Zusammenhang war, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Schauen wir mal, vielleicht erschließt sich das noch. Ach so, hier echt geile Folge. Gronkh bekommt große Konkurrenz. Darauf habe ich dann angespielt. Ja, ich werde ja immer wieder doch mit Gronkh verglichen. Ist einerseits natürlich sehr schmeichelhaft, wenn man mit dem besten und bekanntesten deutschen Minecraft-Let's Player verglichen wird und dieser Vergleich durchaus dann doch positiv für mich ausfällt. So wie es Master Bubi hier sagt, ja, Gronkh, erstens macht das anders, er trennt ja Let's Play und Let's Show voneinander. Zweitens ist er ja auch schon eine ganze Weile Let's Player. Hat er auch einfach einen Erfahrungsvorsprung und macht es einfach geil. Und wie gesagt, macht es eben auch anders. Einerseits eben trennt er Let's Show und Let's Play. Und was wollte ich noch sagen? Ja, natürlich seine Art zu kommentieren. Die ist also wirklich einmalig. Unterscheidet sich also natürlich auch von meiner. Ja. Mich freut einfach, dass beides gut ankommt und ja, vielleicht findet ja doch der eine oder andere von Gronkh dann zu mir, wenn er bei Gronkh vielleicht aus irgendeinem Grunde mal unzufrieden ist, weil Gronkh wieder mal Eisen übersehen hat oder zu langsam durch die Höhlen tobt oder sonst was, wie auch immer. Egal. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Bis ich seine Abonnentenzahlen allerdings erreiche und seine Viewzahlen, wird es wirklich noch ein Weilchen dauern, denke ich mir. Ne? Also, das werde ich so schnell nicht schaffen. Da werde ich noch ein paar hundert Folgen ranhängen müssen. Macht aber nichts. Dann von Commander 783 auch ein großes Lob. Na, der hat sich also auch sehr gefreut über die Stelle mit den Skeletten. Die hat es ihm sehr angetan. Er würde also gerne direkt jetzt in den Urlaub fahren nach Les Piranhas. Und dort bezahlen und auf der Karte spielen. Ah, mal sehen, was ich mir da mit dem Downloaden hier einfallen lasse. Nein, nein. Wenn die Karte, die Map nochmal zum Download angeboten wird, dann ist sie natürlich free for all und ohne Werbung und so weiter. Ne? Ja, arbeiten würde er dort wohl gerne. Er hätte Bock, dort den Koch zu machen, um dann immer auf die Nachbarinsel da zu gehen und die Viecher zu jagen, Nahrung zu sammeln. Echt geile Folge, die 50 Minuten waren es wirklich wert. Danke, das war auch so beabsichtigt. Ja, ein Tipp von ihm, hätte sonst noch einen Film auf deiner Leinwand gerne gesehen. Das wäre echt cool gewesen. Das wäre auch durchaus möglich gewesen. Das hätte man also ohne recht einfach auch mit der Videobearbeitung machen können. Nehmen wir einfach auf die Stelle, wo die Leinwand ist.
entweder die zum Beispiel transparent macht und dahinter dann einen Film abspielt, oder es eben einfach als Overlay drüber packt. Ja, also möglich wäre es gewesen, ohne recht großen Aufwand. Für mich war es doch ein bisschen das zu viel Aufwand, da noch was aufzupacken, weil die Leinwand ja im Bild nicht wirklich still steht. Da hätte man noch ein bisschen komplizierter tricksen müssen, damit das richtig gut aussieht. Aber dann nochmal ganz großes Lob von ihm. Das war bisher die geilste Anlage, die ich in Minecraft gesehen habe. Danke, da gibt's ja einiges an Konkurrenz. Was geile Anlagen angeht, es gibt ja ganze Städte, die da gebaut werden. Ja. Und ich habe mich natürlich entsprechend für das Kompliment bedankt. Ne? Danke, das geht runter wie Öl. Oder in diesen Tagen, da war es ja noch heiß. Momentan ist es ja eher ein bisschen kühl und regnerisch. Eine gut gekühlte Hopfenkaltschale, sprich ein Bierchen. Und ja, ich habe an der Stelle einfach nochmal hingewiesen drauf, weil er ja hier auf das Kino und die Leinwand nochmal angesprochen hat. Damit halt keiner den Gag verpasst, immer schön auf die Details achten. Laut Programm wird eben im Kino die 200. Folge von Gronkhs Let's Play Minecraft gezeigt. Die gibt es ja bekannterweise nicht, deswegen ist die Leinwand weiß. Habe ich mir also da schnell noch eine gute Ausrede einfallen lassen. Ja, Master Bubi hat dann auch mein Lachen hier bei 4504 gefallen. Hat dann einfach nochmal kommentiert. Dann kam von irgendjemandem genau der Hinweis, dass man vielleicht. Jawohl, hier, Fortissimi 1. Ja, schrieb auch erstmal, sehr schöne Folge, sehr schönes Hotel. Er wetzt gleich ins Reisecenter und bucht die Reise. Kleiner Verbesserungsvorschlag von ihm, dass man halt im Kino die Redstone-Torches statt der normalen Torches nimmt. Sonst muss man ja im Hellen den Film schauen. Hat er nicht ganz Unrecht. Durch die normalen Fackeln ist das Kino natürlich recht hell. Und man hätte also Redstone-Torches nehmen können. Andererseits darf das Kino halt nicht zu dunkel werden. Denn wenn es zu dunkel ist, hat man unter Umständen einen grünen, pelzigen Sitznachbarn. Na, der dann richtig schlecht gelaunt ist und in die Luft geht, wenn ihm der Film nicht gefällt. Oder auch wenn ihm der Film gefällt. Man weiß es ja nie so recht, warum die Leute hochgehen. Von daher muss das Kino also relativ hell bleiben, damit da eben keine Creeper spawnen. Na, wenn das so wäre, dann gibt es ja unter Umständen mal eine ja, Bombenvorstellung. Das Wortspiel drängte sich da einfach auf, weil man sich mal vorstellt, neben einem Creeper im Kino zu sitzen. Dann, ja, Hammerfolge, danke von Mr. Lindley. Die Frage nach dem Download der Welt kam natürlich häufig, auch in den letzten Tagen in den Kommentaren. Noch ist da eine Menge zu tun, bevor ich sie wieder freigeben kann oder zum Download anbieten kann. Ich habe gerade bekommen von Obi-Wan Kenobi die ja das Update oder die erweiterte verbesserte Fassung von Neptuns Dank, die werde ich euch dann auch in den nächsten Tagen vorstellen. Nur die muss erstmal in die Welt eingebaut werden noch. Das ist also auch ziemlich aufwendig. Obi-Wan Kenobi hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet. Super gemacht, danke. Und er buddelt gleich das Rezept für den Kenobi-Burger aus. Das ist eine Episode, die noch aus der Zeit kommt, wo wir zusammengearbeitet haben an Projekt South Park, dem Trackmania-Story-Video, was ich hier als oder auf YouTube auch vorgestellt habe mit Regiekommentar von mir als mein 100-Abonnenten-Special. Da gab's oder war geplant, eine Szene zu drehen in der Wüste, in so einer verlassenen oder Raststätte, wo Knobi halt der Koch ist und jedem versucht, seinen Knobi-Burger anzudrehen. Darauf bezieht er sich also hier. Dann von Hani04 der Tipp, du könntest doch eine Disco oder Nachtclub machen. Im Prinzip ist ja die Bar unten schon so ein Nachtclub mit Showprogramm. Ne? Von Cranky Condor 65 die Frage, cooles Wit, danke. Alles ohne Cheats gebaut? Ja. Alles ohne Cheats gebaut. Der einzige Mod, den ich einsetze, ist das Hoverboot. Was leider momentan noch nicht funktioniert für die 1.6.6, damals aber funktionierte und mir wirklich eine Hilfe war, um halt das ganze Baumaterial daran zu schaffen. Und das More Stackables. Einerseits der Vorteil, dass man halt Türen und Schilder und so weiter stacken kann. Andererseits der Nachteil,
Man kann eben halt auch Nahrungsmittel stacken und dementsprechend voller muss man dann die Dispenser packen. Ja. Und wer schon mal angeln war, der kann sich vorstellen, wie lange das dauert, bis man da 144 Fische zusammen hat. Und dann nochmal 144, weil die ja auch nochmal gebraten werden müssen. Man will ja einmal Sushi und einmal richtig Fischsteak anbieten. Ja. Von Daniel aus MSG ein ganz besonderes Kompliment. Wer will denn schon Gronkhs 200. sehen? Lieber nochmal deine 100. Danke. Auch hier nochmal die Anspielung auf ja, die Kinovorstellung. Da ist der Gag auch schön angekommen. Das freut mich. Ja, wie heißt das so schön? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Dann Elixator. Finde das eine geile Folge, obwohl ich das nachts angeschaut habe und es mich tierisch aufgeregt hast, dass du so unruhig mit der Maus umgehst. Aber es liegt nicht an mir. Aber das liegt an mir, sagt er. Ich find's geil. Danke, freut mich, dass es dir gefallen hat. Ja, mit der Maus habe ich dann auch geantwortet. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit Fraps aufzeichne, ist die empfindlicher, als wenn ich Fraps gerade nicht laufen habe. Und dann kommen halt diese Bildwackler zustande, dass ich also nicht so die Kontrolle über die Maus habe. Wenn ich dann irgendwo hinschwenken will, dann geht's zu weit oder sonst wohin. Ab in die Botanik mit dem Sichtpunkt. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht genau, woran das liegt und versuche da was rauszukriegen. Mal sehen. Ja. Dann von MS Jojo97 die Frage nach der Klapptüre, die waren damals schon drin im Spiel. No, mit der 166 habe ich auch einen Gutteil gedreht und gebaut schon. No. Da sind die Klapptüren, die Trapdoors, die sind ganz normaler Bestandteil von Minecraft. Kein Mod, kein gar nichts braucht man dazu. Dann Downji hat mich auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, in deiner Bar brennt's. Der Kommentar, wo ich als erster darauf aufmerksam gemacht wurde, der war da schon runtergescrollt und nicht mehr unter den aktuellen Kommentaren. Dementsprechend habe ich halt auch geantwortet, schon gesehen und behoben, war halt nur das Bücherregal mit den Cocktailrezepten. Dann TFVTW. Ja, auch etwas, was ich natürlich häufig höre. Schade, dass du so wenig Views hast. Hättest mindestens zehnfach so viele verdient. Danke. Da könnt ihr mir natürlich helfen, indem ihr mich bekannt macht, meine Videos ja nicht nur abonniert, sondern eben auch Daumen hoch gebt oder favorisiert, ne? Dass möglichst viele Leute die finden, dass sie halt eben bei YouTube vielleicht auch mal oder dann in die Vorstellung kommen oder halt rechts bei den ähnlichen Videos an möglichst prominenter Stelle auftauchen. Ja, dann kommen da mit Sicherheit auch mehr Views und den Leuten wird es dann hoffentlich wie euch gehen, wenn sie dann einmal bei mir gelandet sind, dass sie dann auch gleich ein Abo dalassen. Hoffe ich jedenfalls. Aber wichtig ist halt eben erstmal, dass die Leute das erste Mal sowas sehen. Da brauche ich halt noch eure Unterstützung. Wie gesagt, Daumen hoch geben bei den Videos, wenn es euch wirklich gefallen hat, natürlich nur. Na, und eben auch genauso, wenn es euch wirklich gefallen hat, dann auch einfach favorisieren. Ja, das sorgt einfach dafür, dass das Video mehr Chancen bekommt, häufiger irgendwo angezeigt wird und dann verwandten Videos und dann eben auch mehr Leute darauf kommen, das Video zu sehen. Natürlich könnt ihr auch bei Facebook, StudiVZ oder sonst wo ihr seid, für mein Minecraft Let's Showplay Werbung machen oder darauf hinweisen. Macht da bitte nicht allzu viel oder macht's nicht zu aufdringlich. Sondern schreibt vielleicht einfach, dass ihr es bei mir seht, packt einen Link rein auf meinen Kanal oder vielleicht eben die 100. Folge gerade. No. Schreibt euch dazu, was euch daran gefällt, an mir gefällt. Nicht nur einfach, der Typ ist geil, sondern ein bisschen mehr Fleisch noch dabei, dass das eben nicht einfach nach Spam aussieht oder als Spam wahrgenommen wird. No. Sonst ja, schadet man da unter Umständen mehr, als dass man nutzt und vor allen Dingen man selber. Steht er dann unter Umständen auch schlecht da. Ja, also da bitte darauf achten, wenn er für mich Werbung macht oder auf meine Videos aufmerksam macht und hinweist. Ja, schreibt da ruhig eben 3, 4, 5 Zeilen dazu, warum euch das gefällt. Ja, dass die Leute ein bisschen eine Vorstellung kriegen und dann noch vielleicht einen Link dabei oder halt erklärt den Leuten, wie sie meine Videos bei YouTube auffinden in dem Fall. Ja.
Ja, danke auch für das Lob, was darin steckt. TVTW guckt zwar nur meine Specials, sagt er, weil er nicht so ein Let's Play-Fan ist. Macht aber selber welche, klasse. Aber Riesenrespekt, was du dort erschaffen hast. Ich meine natürlich nicht nur deine Urlaubsinsel. Gibt ja noch halt eine ganze Reihe anderer Sachen in meiner Welt, die ich gezeigt habe. Ja, danke nochmal für das Kompliment und mit den Views, ja, hoffe ich ja auch, dass sich das noch weiterentwickelt. Bin da auch ganz zuversichtlich. Und ja, trau dich ruhig mal an die normalen Folgen ran. Das wechselt bei mir ja immer so zwischen Let's Show und Let's Play. Deswegen nenne ich das ja auch eben Let's Show Play. Und ja, innerhalb der ersten 30 Sekunden, der ersten Minute weiß man dann schon, was da auf einen zukommt, ob es eher Let's Play-Charakter hat, wohin, wenn ich halt zum Beispiel durch eine Höhle tobe, oder eben Let's Show-Charakter, wenn ich also neues Bauwerk vorstelle oder zeige, was ich wo gemacht habe oder was ich wo geplant habe. Genau. Das kriegt man ja recht schnell raus. Dann letzter Kommentar bis jetzt, Tanja Lassi, ein alter Bekannter aus der Zeit, als ich in Single 2 noch aktiv war. Im deutschen Single 2 Forum www.singles.forum.de, glaube ich. Da habe ich auch viel gemacht mit dem Spiel. Keine Let's Plays, aber ich habe ein bisschen was gemoddet, war im Forum dort sehr aktiv und habe auch zwei Comics oder Bildergeschichten mit Single 2 gemacht. Von daher aus der Ecke kennt Tanja Lassi und ich uns also. Und ja, er sagt, schreibt also auch, kann man deutlich sehen, wie viel Liebe du in die Details investierst in meinen Videos. Er macht es in seinen Sachen ähnlich, beschäftigt sich da allerdings mit Singles. Ja, und ja, kennt also auch ein bisschen das, was ich da mache, weil er sich selber so damit beschäftigt, Videos machen. Schaut einfach mal ruhig bei ihm vorbei. Er schreibt nicht viel zu seinen Videos, weil das Kommentieren oder was es zu seinen Videos zu sagen gibt, das passiert dann halt eben in seinem Forum. Ja, damit sind wir dann hier auch schon soweit durch mit den Kommentaren, also wieder halbwegs auf dem aktuellen Stand. Ja, wird demnächst dann wieder ein gute Zeilen, schlechte Zeilen geben, wo wir uns dann die Kommentare zu den Folgen nach der 100. Folge ansehen. Moment mal, eins wollte ich noch. Jawohl, ich habe ja in den letzten Tagen, letzten 3, 4, 5 Tagen, immer vormittags meist ein gute Zeilen, schlechte Zeilen hochgeladen und veröffentlicht und abends immer eine Folge Let's Showplay. Ja. Und ich habe in meiner ja, in meiner Statistikauswertung gesehen, dass viele von euch einfach die Videos über die Kanalseite aufrufen, denn da wird immer das zuletzt hochgeladene Video präsentiert. Achtet da mal ein bisschen drauf, wenn euch da eine Lücke auffällt. Dann kann es eben sein, dass ich so wie in den letzten Tagen eben zwei Videos an einem Tag hochgeladen habe. Nicht, dass er da also was verpasst. Immer mal rechts gucken, da sind ja die Uploads verzeichnet. Ja. Und da seht ihr dann, ob ich halt ein oder zwei Videos hochgeladen habe. Wäre ja schade, wenn ihr einfach aus diesem Grund, weil er nur auf die Kanalseite guckt und euch da das aktuellste, neueste Video anzeigen lasst, wenn ihr da dann irgendeine Folge verpasst. Ja. Wäre schade drum. Ja, in diesem Sinne. 100. Folge, Let's Showplay, Minecraft damit soweit abgeschlossen. Danke euch allen, dass das so ein großer Erfolg war. Ich freue mich, dass es euch so gut gefallen hat, dass es so gut bei euch angekommen ist. Und ja, werde mir natürlich Mühe geben, das Niveau zu halten. Na, und vielleicht dann bei gegebenem Anlass nochmal was Ähnliches oder sogar was Besseres abzuliefern. Bis dahin, adieu mit Ö.